So, jetzt sollte man uns hören und sehen. Das war ein kleines, ja, technisches Problem ist ja. So ist Gut. das halt. Ja, nochmal. Also, hi Leute, willkommen zu diesem kleinen Interview. Wir sammeln, wie gesagt, auch Spenden für den guten Zweck während dieses ganzen Events. Und es ist auch immer ganz schön, wenn wir Leute fragen können, die ein bisschen mehr Ahnung als wir sogar noch haben von dem ganzen Thema. Und ich glaube, es ist am besten, wenn du dich einfach gerade mal kurz vorstellst, wer du bist und wo du mit agierst. Ich glaube, das ist ganz wichtig für die Leute. Ja, cool. Hallo erstmal in die Runde und schön, dass ich da sein darf. Genau, ich bin Rebecca. Ich bin die Pressesprecherin vom Deutschen Roten Kreuz hier im Generalsekretariat in Berlin. Und von da aus wird sozusagen all das, was das Deutsche Rote Kreuz in der Ukraine tut, koordiniert und gemanagt. Und genau, und deswegen habe ich so ein paar Einblicke natürlich dann doch auch in, was eigentlich humanitär vor Ort los ist, was die Menschen vor Ort brauchen, was wir so bisher gemacht haben, um Leuten zu helfen und wie das in den nächsten Jahren so weitergeht. Genau, aber schieß los, du hast Fragen, habe ich gehört. Ja, ich glaube, am besten ist erstmal zu erklären, so, was macht ihr eigentlich in der Ukraine? Also, was sind so die Tätigkeiten, sowohl aus halt Berlin als auch, was wir den Leuten schon so ein bisschen erzählt haben vor Ort? Ich glaube, das ist ganz interessant, wenn die Leute das als erstes erfahren, so. Ja, genau. Also wir haben jetzt, ja, also im Februar hat sich der bewaffnete Konflikt in der Ukraine das zweite Mal gejährt, was natürlich irgendwie dramatisch ist. Und man kann sich ja auch schon vorstellen, dass dadurch, wenn 2 Jahre lang ein bewaffneter Konflikt in einem Land ist, enorme Bedarfe im humanitären Bereich sind. Also die sind natürlich Tausende von Menschen gestorben, es sind viele weitere verletzt worden, aber eben es gibt auch Probleme natürlich mit der zivilen Infrastruktur, die einfach völlig brach liegt und beschädigt wurde und zerstört wurde. Das heißt, die Leute brauchen alles, was man zum Leben braucht an Unterstützung, kann man wirklich sagen. Und das Deutsche Rote Kreuz unterstützt das ukrainische Rote Kreuz, also die Schwestergesellschaft vor Ort quasi. Und zwar mit zum einen lebenswichtigen Dienstleistungen, also zum Beispiel Lebensmittel, Wasser und Medikamente bringen wir dahin oder versuchen sie lokal zu beschaffen mit den Kollegen, versuchen die Leute da zu versorgen. Und gleichzeitig ist es aber so, und das ist auch einer unserer ganz großen Schwerpunkte, so ein bewaffneter Konflikt hat natürlich nicht nur unmittelbare Folgen für das Leben, sondern auch für die Psyche. Und wir sind ganz intensiv damit beschäftigt, auch psychosoziale Notfallversorgung zu leisten, also den Leuten zu helfen, die ja jetzt einfach 2 Jahre lang völlig im Ausnahmezustand leben. Und genau, das ist ein weiterer Schwerpunkt, den wir haben. Und ja, und es ist halt aber so, und das muss man sich auch so, ich glaube, das muss man sich mal vor Augen führen, die Hilfe, die gebraucht wird, verändert sich natürlich, ne? Also am Anfang, klar, sind es viele Verwundete, die verpflegt werden müssen. Dann werden Nahrungsmittel irgendwann knapp und solche Sachen. Und entsprechend passt sich auch unsere Hilfe immer an. Es gibt vielleicht eine Zahl, die ich immer ganz beeindruckend finde, dass mit der Unterstützung vom ukrainischen Roten Kreuz und unserer Unterstützung gerade über 200.000 Menschen in der Ukraine geholfen werden. Das ist natürlich, finde ich, schon eine wahnsinnig beeindruckende Zahl und zeigt auch, wie groß unsere Aktivitäten da vor Ort sind. Ja, das ist, also 200.000 ist wirklich eine Menge Menschen. Da ist natürlich ist auch die Frage, seit wann helft ihr jetzt speziell mit, halt die Ukraine zu unterstützen? Also in dem Genau. Fall. Also eigentlich seit den ersten Tagen nach Ausbruch des bewaffneten Konflikts natürlich. Wir haben auch schon vorher mit dem ukrainischen Roten Kreuz zusammengearbeitet. Man muss ja sagen, dass der bewaffnete Konflikt kein ganz neuer ist, sondern schon vorher Gebiete besetzt worden sind. Und auch da waren wir natürlich schon in der Ukraine vor Ort. Wir haben das aber ausgebaut im Februar 2022 dann, als die Lage nochmal wieder sehr viel akuter wurde und sehr viel größer wurde und sind da dann nochmal stärker reingegangen. Wir haben inzwischen auch 17 DRK-Mitarbeitende vor Ort und wir machen natürlich auch Sachen hier in Deutschland für Geflüchtete, die zum Beispiel hier ankommen. Aber genau, also eigentlich sind wir seit Ausbruch des bewaffneten Konflikts und zwar eben seit dem ersten schon im Land und seit Februar 2022 halt dann noch sehr, sehr viel stärker
Weil wir da wirklich, ist natürlich auch ein Land, was sehr in unserer Nähe ist. Und deswegen sind wir da schon eine der großen Hilfsorganisationen, die unterstützen. Ja, du hast es gerade gut genannt, die 17 Helfer, die ja vor Ort sind. Inwiefern helfen die denn speziell vor Ort? Das sind ja 17 Leute, die werden bestimmt irgendwie spezieller eingestellt sein dort vor Ort. Wie kann man Genau. sich das vorstellen? Genau. Also das sind natürlich jetzt nicht Leute, die quasi in den Rettungswagen fahren oder so. Das wäre natürlich nicht, das ist nicht sinnvoll, wenn wir die aus Deutschland rüberschicken, sondern das sind dann Experten für so Programme, Experten für Strukturen, Experten, die Infrastruktur aufbauen, um Hilfe leisten zu können und die auch dem ukrainischen Roten Kreuz dabei helfen, deren innere Verteilungsstrukturen beizubehalten. Und das ist das Entscheidende. Also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind jetzt nicht die, die das Pflaster auf den Finger kleben, nenne ich es mal ein bisschen überspitzt gesagt, sondern es sind die, die aufbauen, wie humanitäre Hilfe vor Ort organisiert werden kann und wie das ukrainische und versuchen, den Partner vor Ort halt dabei zu unterstützen, Infrastruktur im Gang zu kriegen, Projekte umzusetzen. Genau, das ist das, was unsere Leute vor Ort im Wesentlichen tun. Okay, vielleicht könnte das noch interessant sein. Seid ihr dann über die gesamte Ukraine verteilt oder hat sich das so ein bisschen verlagert, wo die Leute spezieller Hilfe brauchen oder ihr aktiv seid? Wie sieht's da aus? Also wir sind im Prinzip immer da, wo man uns am dringendsten braucht, unterwegs. Aber genau, also das ist natürlich schon das Ding. Also man versucht so viel wie möglich abzudecken gemeinsam. Aber wir versuchen auch in die Gegenden zu kommen, wo eben dann besonders vulnerable Zielgruppen sind, ne? Also in Regionen zu kommen, wo man gar nicht mehr hinkommt, oder wo einfach die lokale Infrastruktur so beschädigt ist. Also von daher, ja, man kann schon sagen, dass wir natürlich in bestimmten Regionen mehr sind, aber wir sind, aber also in der, es gibt 24 Regionen, in denen wir beispielsweise ältere Menschen vor allem unterstützen. Und deswegen kann man nicht so richtig sagen, wir sind jetzt nur an dem einen Ort, sondern wir versuchen halt Strukturen aufzubauen, um möglichst überall die Hilfe leisten zu können, die man auch braucht. Ja, das macht natürlich auch komplett Sinn, so dahin zu gehen, wo es gerade am nötigsten Genau. gebraucht wird. Da ist natürlich dann auch interessant vielleicht, du hattest es vorher erwähnt, ihr unterstützt ja auch Leute, Geflüchtete aus der Ukraine hier. Wie sieht das hier dann aus auf unserer Seite? Wie unterstützt ihr da dann spezieller? Genau, also wir unterstützen mit Unterkünften, mit Integrationsangeboten, also so eine Migrationsberatung zum Beispiel ist natürlich was ganz wichtig ist in der Zeit. Aber wir haben auch ein Projekt zum Beispiel, was besonders Menschen mit Behinderungen hilft. Also wo es dann tatsächlich, wir haben die Bundeskontaktstelle aufgebaut für Geflüchtete mit Behinderungen und Pflegebedarf, weil das natürlich eine sehr vulnerable Gruppe ist. Das sind Menschen, die nach Deutschland fliehen und die besonders auf Hilfe und auf Pflege angewiesen sind. Und für die ist es ganz oft, werden die in diesen Geflüchtetenströmen nicht so richtig mitgedacht, weil wenn ich zum Beispiel eine Flüchtlingsbewegung aus Syrien habe, dann kommen diese Leute gar nicht erst in Deutschland an, einfach weil die Fahrt, der Weg dahin so lang und so weit ist. Aber aus der Ukraine, wo ich ja quasi über Polen relativ schnell in Deutschland bin, kommen plötzlich sehr viele Geflüchtete an, die einen besonderen Bedarf an Hilfe haben. Und diese Bundeskontaktstelle hat es echt geschafft, extra Beratung für diese Zielgruppe anzubieten und total wichtige Räume dann zu schaffen und Pflegeangebote bereit zu erstellen. Und das ist natürlich was ganz, ganz besonders ist. Also es gab so 1.500 Unterbringungsanfragen, die bearbeitet werden konnten. Über 300 Menschen konnten dann auch tatsächlich an passende Unterkünfte vermittelt werden. Und das ist ein ganz besonderes Projekt. Aber natürlich machen wir auch die, sage ich mal, ganz normale Arbeit für Geflüchtete. Also wir haben Migrationsberatungsstellen, wo Leute Auskunft erhalten. Davon haben wir über 100 Stück. Und ja, das ist natürlich ein ganz wichtiges Angebot, was schon bestand, auch vor der Ukraine. Aber
die Geflüchtetengruppe aus der Ukraine ist seit dem letzten Jahr die zweitgrößte Gruppe der Klientinnen dieser Beratungsstellen. Genau. Ja, du hattest auch schon erwähnt, so ihr seid natürlich schon in der Vergangenheit tätig geworden. Jetzt ist natürlich die Frage so ein bisschen auch, so wie geht das jetzt in Zukunft weiter? Habt ihr neue Ideen irgendwie zu unterstützen? Sind irgendwelche neuen Ziele gerade gefasst? Das wäre, glaube ich, mal auch interessant zu wissen. Ja, genau. Also ich habe ja schon gesagt, so das oberste Credo bei uns ist immer, dass es bedarfsgerecht sein muss, ne? Also das heißt, es kann jetzt auch sein, dass ich sage, das und das sind die Pläne und dann gibt es eine neue Situation und dann stellt sich das natürlich wieder um. Aktuell und so also wir haben jetzt gerade den Winter ja so halbwegs überstanden. Also zumindest ist es wieder deutlich wärmer und diese Winterhilfe, die natürlich nochmal eine besondere ist. Also das kann man sich ja, glaube ich, ganz palastisch vorstellen, warum im Winter humanitäre Bedarfe nochmal hochgehen. Ja, klar. Das ist halt einfach, wenn es kalt ist und lebst in einem Zelt, dann ist das natürlich noch mal schlimmer, als wenn es irgendwie 30 Grad sind und du musst in der Zeltunterkunft unterkommen. Also nicht zu sagen, dass das schön ist, aber es ist weniger schlimm als im Winter. Und jetzt muss man sagen, dass so in den nächsten Jahren für uns auch schon mal die Gedanken zum Wiederaufbau ins Spiel kommen. Ja, also so, wie können wir es eigentlich schaffen, die zerstörte Infrastruktur langsam wieder aufzubauen? Also das kann über so mobile Gesundheitsstationen sein, die wir aufbauen, die wir etablieren. Also es gibt so 100 von diesen mobilen Gesundheitsstationen, die da rumfahren und die kommen halt in entlegene Gebiete. Und das ist für 2024, für 2025 einer der wichtigen Schritte, von diesen Gesundheitseinheiten genügend aufzubauen, damit man auch wirklich in die Gegend kommt. Wir wollen da über 700.000 Menschen mit erreichen, also eine ganze Menge, natürlich immer mit unseren Partnern. Also wir machen das nicht alleine. Aber genau, das ist eine ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtiger Teil von dem, was wir jetzt in Zukunft planen. Und die heißen Mobile Health Units, also MUS, habe ich vielleicht auch noch was so ein interessanter, damit man so eine Vorstellung hat. Von 10.000 Euro, die wir gespendet kriegen, können wir 2 Stück davon über 2 Monate komplett betreiben, also ausstatten mit allen Materialien, die die brauchen und halt auch umsetzen. Und sowas sind, finde ich, immer ganz prägnante Momente, dass man auch merkt, so, das bringt halt wirklich was und das Geld kommt dann auch irgendwo hin. Und genau, und das ist so ein Bereich, in dem wir sehr stark jetzt im Moment sind. Dann die psychosoziale Unterstützung, die ich ja bereits angesprochen hatte, die wird natürlich immer wichtiger. Und dann geht es natürlich auch darum, ja, so häusliche Pflege ist ein weiterer Bereich, der hilfreich wird in Zukunft und der immer wichtiger wird. Und genau, also es ist so eine Mischung aus Infrastruktur ersetzen und versorgen und dann aber auch den Blick richten in die Zukunft. Was macht man eigentlich, wenn es denn dann hoffentlich jetzt mal irgendwann zu einem Ende des bewaffneten Konflikts, auf den wir natürlich keinen Einfluss haben, aber wir versuchen uns auch darauf schon vorzubereiten, wie man dann die Infrastruktur wieder hochkriegt. Ja, das ist, finde ich auch gut, dass du es gerade erwähnt hast, dass nur weil, wenn der Krieg vorbei ist, es ist ja immer noch halt Hilfe nötig. Also das ist ja eine Sache, die selbst wenn der Krieg vorbei ist, einfach auch noch eine Aufgabe sein wird, so weiterhin das Land wieder halt aufzubauen und mitzuhelfen, dass das System wieder funktioniert, sagen wir es so. Auf jeden Fall. Und also das ist auch was, glaube ich, uns ein bisschen auszeichnet, wenn ich das noch sagen darf. Wir bleiben halt wirklich so lange, bis die Menschen Hilfe brauchen. Also wir werden jetzt nicht morgen aufhören, nur weil der bewaffnete Konflikt endet. Also selbst wenn er enden würde morgen, wovon ja leider nicht auszugehen ist, würden wir trotzdem weiter da bleiben und helfen. Ja, vielleicht noch so eine Frage. Wir sammeln ja jetzt natürlich Spenden für euch. Gibt es aber, wenn man jetzt sagt, so, okay, ich möchte gerne mehr tun als nur zu spenden, noch andere Möglichkeiten, wie man irgendwie helfen kann? Also es ist tatsächlich so, und es ist immer so ein bisschen, ach, es ist eigentlich fast schade, dass es so ist. Aber also es ist so, dass Geldspenden das sind, was am meisten hilft, natürlich. Weil, und das kann man ganz gut erklären, glaube ich, wenn man ein bisschen überlegt, ist es natürlich so, ganz viele Leute wollen Sachen spenden immer, was ja auch total ehrenwert ist. Aber das Problem ist, diese Sachen müssen dann ja in die Ukraine gebracht werden. Die müssen in der Ukraine verteilt werden. Die müssen und
das muss alles koordiniert werden. Und für uns ist es einfach einfacher, wenn wir die Sachen kaufen können und sie hinschicken können, weil sie dann in den normalen Betrieb reingehen. Also von daher ist Geldspenden natürlich das, was am besten hilft. Ich weiß aber auch, dass nicht jeder das kann. Und das ist uns auch total bewusst. Und wir sind auch, erstens sind wir auch dankbar für jeden kleinen Betrag. Also ich finde, man muss sich nicht schämen, mal einen Fünfer zu spenden oder 2 Euro, wenn das das ist, was man gerade übrig hat. Und das andere ist natürlich, man kann sich bei uns engagieren. Also das Deutsche Rote Kreuz ist von Ehrenamtlichen getragen und lebt von seinem Ehrenamt. Das heißt, jeder, der Lust hat, kann bei uns im Rettungsdienst mitmachen, kann bei den geflüchteten Unterkünften mithelfen. Das hilft total viel. Und ich glaube, so die dritte Variante ist dann natürlich, ja, ist dann so ein bisschen ideeller Natur, ne? Also ich glaube, man kann schon auch viel bewegen, indem man im gesellschaftlichen Miteinander Leute unterstützt. Und es muss jetzt nicht sein, dass man jeden Tag beim DRK ehrenamtlich sich engagiert, sondern das geht auch über, ich teile Sachen, ich teile Informationen, ich teile einfach nur einen Spendenaufruf oder zeige anderen Freunden, was für tolle Aktivitäten da laufen, um den Leuten zu helfen. Und ich glaube, auch so diesen Wert muss man schon auch sehen. Also. Ja, deswegen, also das ist ja in dem Sinne, was wir jetzt auch hier vor Genau alledem das, was ihr machen, macht. in dem Sinne, dass wir halt aufrufen zu sagen, yo Leute, es ist immer noch dieser Krieg, weil das ist ja leider so ein Ding, so mit der Zeit nehmen so welche Krisen in der Welt ein bisschen ab für die Sicht von Leuten und darauf aufmerksam zu machen, dass das halt immer noch ist, ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges und dass man immer noch irgendwie helfen kann und auch informiert darüber bleibt, was eigentlich gerade in der Welt passiert. Ja, ich denke, dann haben wir so im Beides gehen ein gutes Bild bekommen. Ich frage jetzt gerade mal den Chat noch, ob irgendwelche Fragen existieren. Wenn jemand noch gerade Fragen hat, kann man sie gerne stellen. Hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Außer dass ich das super cool finde, dass ihr das macht, habe ich, glaube ich, gerade erstmal nichts. Und genau, informiert euch über die Themen. Das ist wirklich, ich mache es ja nicht selber, deswegen kann ich beeindruckt von den Kolleginnen und Kollegen vor Ort sein, ohne eigene Arroganz. Aber das ist schon wirklich unfassbar, was Menschen bewegen können, wenn sie für andere eintreten. Und ich glaube, das ist in unseren Zeiten eine ganz wichtige Komponente, die nicht zu unterschätzen ist. Ja, dann aus dem Chat kam jetzt auch nichts. Wir bedanken uns vor alledem, also dass ihr uns auch so unterstützt, halt mit Material, so ein bisschen auch auf unsere Sachen gerade aufmerksam macht. Und wir freuen uns halt, dieses Thema weiterhin zu unterstützen. Und mal schauen, wie viel dann am Ende des Marathons rauskommt, wie viel wir euch geltlich und dann unterstützen können. Wie gesagt, jeder Euro ist schon was wert und. Ja, dann würde ich jetzt gerade meiner Regie sagen, die zuhört, sie kann gerne nämlich in die Pause und dann bereiten wir uns für den nächsten Run in unserem Event vor. Und Sehr gut. dann, ja, vielen, vielen herzlichen Dank nochmal für das Interview. Ja, danke, dass ich da sein durfte und noch viel Spaß euch. Bis dann. Bis dann. Ciao.